So, willkommen zurück zu Resident Evil im Jahre 2015, der HD-Remake des Klassikers aus dem Jahre 96. So, wir sind hier immer noch im Herrenhaus, in der Eingangshalle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So, wir haben gefunden den Schwertschlüssel. Mit dem können wir jetzt auf jeden Fall Türen öffnen, die uns vorher verweigert wurden, zumindest der Zutritt. So. Aber nichtsdestotrotz gucken wir uns auch mal hier ein bisschen in der Eingangshalle um. Und schauen uns doch mal an, was wir hier noch alles haben. Okay, das ist ein altbekannter Raum. Den kenne ich noch. Perfekt. So, weg mit der Kiste hier. Da sehen wir schon, es funkelt in der Vase. Werden wir uns auf jeden Fall gleich holen. Wir gucken erstmal, was wir hier noch haben. Ich weiß, im Klassiker lag hier ein Zombie auf dem Boden. Der ist gerade nicht schneller. Noch ein Deutsch. Ausgerüstet haben wir den aber, ne? Ja, haben sogar zwei Stück schon. Voll cool. Okay. What the fuck? Scheiße. Fall auch noch hin. Oh mein Gott, der sieht aber groß aus. Weiche von mir. Scheiße. Zack. Oh, perfekt. Was für dich, mein Freund, oder stehst du nochmal auf? Er steht auf, halt klar. Mit dem Messer im Kopf steht er nochmal auf. Ich finde, er hätte tot sein sollen. Denn immerhin habe ich doch seinen Gehirn damit geschrottet. So, gut. Das Messer kann ich das wieder mitnehmen? Nein, leider nicht. Schade. Ich meine, steckt dann in seinem Kopf drin, ne? Rausziehen und mitnehmen. Optimal. Das wär's. Okay. Wir brauchen diese Kiste auf jeden Fall. Nein. Wir gehen noch ein bisschen weiter hier lang und schieben jetzt mal die Kiste an die Statue ran, klettern darauf und nehmen uns das, was da drin so schön funkelt. Okay, einmal nach oben bitte. Hol's dir, mein Freund. Das ist eine Karte von der Villa Erdgeschoss. Mitnehmen, auf jeden Fall. So, hier ist unsere Karte. Sehr gut. Okay, das Grün heißt dann vollständig. Ah, guck mal, sind sogar die Türen. Erste UG, UG, EG. Sind sogar noch die Türen gekennzeichnet, die uns noch verschlossen sind. Verbleibend. Räume sind noch rot gekennzeichnet, die, glaube ich, nicht vollständig durchsucht wurden, ne? Schreibmaschine im Dining Room. Okay. Gut zu haben. Die Karte auf jeden Fall. So. Sie haben den Schwertschlüssel verwendet. Okay. Die Tür haben wir uns aufgeschlossen. Ich bin gespannt, was wir uns dahinter. Was wir denn dahinter haben. Oh, das ist der Flur. Den kenne ich noch. Was war das denn? Muss das sein? Eigentlich nicht. Moment weiß ich nicht so ganz genau, wo ich hin muss. Ja, habe ich mich jetzt von mir selber erschrocken, mein Gott. Guck mal hier, wie schon hier. Was haben wir denn hier? Die Tür ist verschlossen. Dieses altmodische Schloss ist leicht zu knacken. Mach doch. Leicht zu knacken. Ja. Du kannst dann wahrscheinlich trotzdem nicht. Oh. Also wie gesagt, ich suche eigentlich immer noch diesen Raum, wo man seine Sachen verstauen kann. Okay. Oh. Hier ist voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen, auf jeden Fall. Das war so klar. Das war so klar. Oh, da gehen mir wieder die Haare nach oben.
Oh, bist du hässlich, mein Freund. Ah, komm schon, Messer raus und in den Kopf rein. Tot, mein Freund, oder? Wäre schon cool. Also ich finde echt schade, dass man das Messer dann nicht mitnehmen kann. Oh, was liegt denn hier? Sie können nicht mehr tragen. Also das nervt. Warum habe ich denn hier den nicht so einen Schlüsselbund? Ich meine, bei dem ersten Teil gab es den doch, oder? Gut, dann müssen wir uns das einfach merken, dass wir dann da den kleinen Schlüssel haben. Ne? Okay. Schauen wir uns doch mal weiter hier um. Wow. Also manchmal diese Kamera Umschaltungen, die schocken dann schon ziemlich. Okay, hier sind schon mal Türen überwiegend geöffnet. Alles gut. Der Raum kommt mir auch bekannt vor. Sieht natürlich alles ein bisschen anders aus. Oh ja, wir nehmen das. Nehmen wir mit. Können wir nicht mehr tragen. Schön die Shotgun hier an der Wand. Die will ich eigentlich haben. Na, wie gesagt, wir müssen uns dann nochmal Staffel, Leinen und Bronzestatuen. Hier ist nichts Interessantes. Strenger Geruch hängt in der Luft. Okay. Ach, guck mal hier. Hätte ich das fast übersehen. Dolch mitnehmen auf jeden Fall. Die ist auch automatisch ausgerüstet. Perfekt. Also gut. Ja, in so engen Räumen wie jetzt gerade in diesem Badezimmer ist das schon optimal mit dem Dolch. Ne? Auf jeden Fall. So, weiter geht's. Oh, schöne Tür. Okay, was haben wir hier? Direkt die nächste Tür, die wir betreten, also der nächste Raum, den wir betreten können. Oh fuck! Ach, schnell! Verpiss dich! Also ich muss das schon fast bei mir jedes Mal dieses Messer benutzen, wa? Ich glaube, das ist dieser Raum, ne? Wo die Kiste auch ist. Das wäre ja optimal. Ich glaube, ja. Ach, perfekt. Schaut euch das mal an. Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind zwei Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Einäscherung, Vernichtung des Kopfes. Denke ich mir eigentlich auch, sobald ich das Messer an seinen Kopf reinstecke, müsste der tot sein und nicht nochmal aufstehen. Finde ich ein bisschen blöd, dass er dann nochmal aufsteht. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Okay, bis dahin wurde für alle, die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel Sie brauchen. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selbst finden. Okay. Feuerzeug habe ich. Kein Problem. So, hier ist noch ein Magazin. Zubehör. Zu oberst liegt eine Laterne. Durch das warme Licht entspannen Sie sich. Cool. Aber eigentlich will ich das Magazin haben. Genau. Auf jeden Fall. Gut, dass sie auch immer voll sind. Cool, also hier haben wir dann schon mal unsere Kiste. Perfekt. Kann ich den ganzen Kram schon mal reinschmeißen. Ich glaube, ich lege immer die dahin. Achso, hier ist auch ein Erste-Hilfe-Spray, was ich erstmal nicht brauche. Messer, ganz ehrlich, brauche ich auch nicht. Auch nur das, das und das. So, was haben wir hier unten?
Flachmann. Treibstoffkanister mitnehmen? Erstmal ja. Es ist noch Kerosin da. Kanister auffüllen? Machen wir. Sie haben Ihren Kanister mit Kerosin aufgefüllt. Okay. Noch einmal so ein Schlüssel. Gut. Ich pack den mal hier rein, weil ich habe zu wenig Platz. Ich brauche auf jeden Fall später mal einen Schlüssel. Und ich meine, es gab den. Aber ich kann mich auch total irren jetzt. Okay, der Raum ist gefunden. Voll gut. Richtig gut. Oh mein Gott! Wo kommt der denn hier? Verpiss dich, mein Freund. Ah, der war nämlich tot wahrscheinlich, ne? Wir nehmen direkt mal die Pflanze. Ich sehe aber auch noch gesund aus, ne? Warte mal gerade. Gesund. Okay, der hat mich einfach nicht so wild getroffen, Gott sei Dank. Wahrscheinlich war der nicht tot gewesen. Hätte ich da nochmal drauf geschossen oben, ne? Oh, da oben ist auch noch einer. Da kommt noch einer. Okay, er ist tot. Glaube ich zumindest. Und? Nein, natürlich nicht. Oh, die sind schon ziemlich hartnäckig, die Zombies. Meine Güte. Also, mit der Munition wird es knapp. Vielleicht hätte ich lieber doch den einfachen Weg gewählt, dieses Spiel zu spielen. Hat keinen Griff. Okay. Aufgeschlossen. So, im Moment finde ich alles noch sehr aufregend. Das heißt, ich irre hier ein wenig rum. Guck mir auch erstmal alles an. Holz. Okay, wir haben jetzt Holz mitgenommen. Ich muss mal gucken, was ich es öffne erstmal. Nix. Ein Stück Papier klebt an der Innenseite. Es ist unbeschrieben. Nichts Besonderes. Okay. Okay, jetzt habe ich natürlich die Tür, die keinen Griff hatte, geöffnet. Ne? Und bin wieder zurück im... Ah, nee. Okay, das war jetzt einfach... Was ist das denn? Hundepfeife? Also hier sind Sachen zu finden, ein zu zerknülltes Memo. Heute wies mir Sir Spencer an, etwas zu verstecken, das niemand es hier finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es dadurch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten OG an der Westseite der Terrasse und hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur ihnen anvertrauen. Natürlich sollen sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für ihre Hilfe könnte ich es für sie schaffen. Das wäre für uns beide vom Vorteil. John Tolman. Okay. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Offenes Tagebuch. Seiten sind leer. Gott sei Dank. Muss ich jetzt endlich alles lesen hier. Also es ist auf jeden Fall spannend. Es ist wirklich spannend. Zumal diese einfach diese Räume hier sind, die ich so gar nicht mehr in Erinnerung habe oder die einfach nur wirklich neu dazugekommen sind. Wirklich spannend. So, hier ging es ja noch ein bisschen weiter, ne? Wolken, wo ich gehe. Tür ist verschlossen. Rüstungssymbol ist eingraviert.
Auch verschlossen. Rüstungssymbol. Okay, das wird dann hier der Teil sein, wo ich den Schlüssel brauche. Auf Schwertsymbol. Okay. Was haben wir hier drin? Ah, hier sind wir. Alles klar. Gut, dann haben wir schon mal eine kleine Abkürzung gefunden. Zurück in der Empfangshalle. Sehr gut. So, ich gehe mal in den Dining Room. Werde dort zum ersten Mal speichern. Und auch hier dann den Cut machen. Ja? So. Ach nein, guck mal, wie dumm. Naja, gut, hier ist auf jeden Fall der Cut. Ihr müsst jetzt nicht nochmal mit mir zurücklaufen zu der Truhe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode. Euer Zockerhaufen. Haut rein. Peace.